Was fällt dir zum Thema Juden oder Judentum ein? Hass. Judenstern. Zweiter Weltkrieg. Vielleicht Trauer. KZ-Lager. Ich weiß nicht, dass sie halt früher gejagt wurden. Tora. Also eigentlich eher schlechte Sachen so. Wir versuchen ja immer nach vorne zu stellen, was unterscheidet uns. Der eine ist schwarz, der andere ist weiß. Aha, alles klar. Dass der eine vielleicht Ingenieur ist und der andere ist auch Ingenieur. Ah, coole Sache. Sollen wir uns unterhalten? Ah, Elektro, Maschinenbau, sehr gut. Und dann kommt man auch einen Weg. Aber zuerst zu sagen, weil man die zwei Hautfarben gesehen hat, zu sagen, okay, das passt nicht, das ist ja der Fehler. Und das ist ja das, was wir nicht wollen. Weder bei Rent-A-Do noch als jüdische Menschen. Wir wollen ja eigentlich die Gemeinsamkeiten finden. Ja, Rent-A-Jew ist eine Idee, die geboren wurde vor ein paar Jahren, auch von der Janusz Korczak-Akademie in München. Wie kriegt man das hin oder wie bekommt man das hin, dass Menschen, die nichts mit Judentum zu tun haben, die Möglichkeit haben, mit Juden in Kontakt zu treten? Ich habe mich wirklich nie wirklich damit befasst mit dem Judentum. Ich habe auch nie wirklich was darüber gelernt. Also da ist schon so ein bisschen so Bildungslücke bei mir. Mich würde auf jeden Fall interessieren, warum ich das halt nur von der Seite kenne, warum es halt immer so negativ besprochen wird über Juden und warum es zu Schimpfwörtern kommt, warum die schlecht gemacht werden. Also ich persönlich habe nichts gegen Juden, weil ich noch gar keinen Juden kenne. Also ich hatte noch nie Kontakt zu einem Juden, wird jetzt das erste Mal sein. Habt ihr überhaupt eine Idee, wie viele jüdische Menschen in Deutschland leben? 2 Millionen. 2 Millionen. Das war's, 2 Millionen. Keiner bietet weniger oder mehr? 4 Millionen. 4 Millionen. 3,5. 3,5. Wir haben in Deutschland gerade mal 100.000 Juden. Ja? 100 bis 150. Das heißt, man muss sich erstmal im Klaren sein, warum kommt man nicht in Kontakt mit jüdischen Menschen? Es gibt nicht so viele davon. Bei uns ist es so, wir haben das Prinzip der jüdischen Mutter, damit wir jüdisch sind. Ist die Mutter nicht jüdisch, sondern nur der Vater und die Mutter ist nicht jüdisch, dann ist man nicht jüdisch. Man kann sagen, man hat jüdische Wurzeln, aber nach jüdischer Gesetzgebung ist man nicht jüdisch. Ich muss sagen, dass die Schüler heutzutage sehr wenig Ahnung haben, was das Judentum in Deutschland betrifft. Es kommen Sachen wie, ob es so stimmt mit den Verschwörungstheorien, ne, dass die Juden die Welt regieren oder ob mit dem Geld, dass sie nur mit Geld handeln und sozusagen die Welt damit auch kontrollieren und die Banken kontrollieren und sowas. Das gibt es, aber das ist ein Teil. Interessanterweise ist der größte Teil, das ist wirklich, wie lebt man Judentum in Deutschland? Was ist das praktische Leben? Was macht man als Jude? Was für Feiertage habt ihr? Interessanterweise gibt es oft von muslimischen Mädchen die Frage, wie heiratet ihr? Was macht ihr da? Und das ist für die viel interessanter. Und dann kommt ein kleiner Teil, der geht dann wirklich in diese Verschwörungstheorie-Sachen, weil es natürlich auch die einzigen Sachen sind, die sie irgendwie mitbekommen haben und leider wenig auf Fakten basierend. Damit muss man natürlich auch zurechtkommen. Früher in der Schule wurde man zum Beispiel bei uns auch als Jude einfach beleidigt, so du scheiß Jude, so wurde es zu uns genannt. Das war dann halt eher eine Beleidigung, als eigentlich, dass man einer Religion angehört. Also schon öfters gehört, du Jude, das ist, wenn jemand, weiß ich nicht, ein anderer jemanden verarscht oder so hinterrücks irgendwas macht, dann sagt man immer, du Jude, verstehe nicht wieso. Ein paar Freunde wenden das an, zum Beispiel, wenn man faul ist, dann sagt man, der Jude, aber ich selber wende das nicht an. Es gibt Stereotypen, die sich etabliert haben über Jahrtausende, Jahrhunderte und jetzt auch Jahrzehnte. Und wenn man ein Mensch ist, der gern an Verschwörungstheorien und an vielen anderen Sachen glaubt, dann geht es ganz schnell. Ich trage meine Kippa im Sommer relativ oft mal offen, ja, so wenn wir in die Synagoge gehen und so weiter. Es ist so, dass wenn muslimische Menschen mich sehen mit Kippa, die reagieren viel stärker als die Deutschen. Die Deutschen sind überrascht, so, oh, sowas gibt's. Aber die Muslime denken, was ist denn hier los? Und so, dass mich jemand persönlich angegriffen hat, als er erfahren hat, dass ich jüdisch bin, das kam schon mal vor. Aber nicht meistens verbal, also nicht physisch. Verbal schon, das kam schon vor. Ja, das kann nicht sein, dass
ein Mensch, der sich für eine Religion entscheidet oder in dieser Religion aufwächst, sich dafür schämen oder verstecken muss. Ich finde, das ist nicht richtig. Also ich möchte auch nicht als du Muslima irgendwie genannt werden. Also ich bin auch ein Mensch und gehöre auch einfach zu diesem Planeten, zu dieser Welt. Und so wie ich andere Menschen akzeptiere, möchte ich auch, dass ich auch von anderen halt akzeptiert werde, so wie ich bin. Ich glaube, das Hauptproblem momentan ist nicht, das Judentum zu erklären, sondern den Antisemitismus zu bekämpfen. Weil Antisemitismus ist ja nicht eine Sache, die nur letztendlich jüdische Menschen betrifft. Weil es breitet sich ja aus. Und es kann ja gegen alle, die irgendwie fremd sind, sich weiter ausweiten. Und das ist immer das Problem. Jeder Kindergarten, jede Schule in Deutschland wird von der Polizei überwacht, weil es natürlich auch Anschläge gab. Wir machen ja nicht etwas aus Spaß. Es gab damals in der 2000er zwei Angriffe auf unsere Synagoge in Düsseldorf und auf den Eingang, der abgebrannt ist komplett. Und es waren zwei arabische Jungs, die es sozusagen etwas, wie soll ich sagen, kritisch gesehen haben. Für sie war Israel Judentum, Judentum ist Israel. Seitdem ist die Polizei 7 Tage die Woche, 24 Stunden vor der Tür von der Synagoge. Und bei uns in der Schule halt immer nur zu den Schulzeiten oder in den Kindergärten nur zu den Kindergartenzeiten. Es war auf jeden Fall schockierend, als man das so mitbekommen hat. Also man kann sich das ja eigentlich gar nicht vorstellen, wenn ich jetzt in die Schule gehe, da ich dann durch eine Schleuse gehen muss und da Panzerglas überall ist und die Polizei drumherum. Es ist ja eigentlich was ganz Normales, zur Schule zu gehen und da, dass man dann so bewacht werden muss. Oder man hat ja theoretisch... Das ist ja eine Art Angst, dass man, wenn die nicht da wären, dass dann was passieren würde. Das ist auf jeden Fall heftig. Ja, ich glaube, das wird auch noch ein paar Generationen dauern, bis da wirklich mal, bis sie in Ruhe leben können hier in Deutschland, bis sie nicht mehr durch Schleusen gehen müssen und hinter Panzerglas irgendwie Schule haben. Und ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Das hat mit vielen Sachen zu tun. Das hat einerseits mit Judenhass, reinster Judenhass zu tun. Das hat mit vielen Verschwörungstheorien zu tun, das hat mit Israel zu tun und damit müssen wir uns befassen, aber nicht nur wir im Juden, sondern wir müssen als Gesellschaft uns damit befassen, wie wir sowas natürlich, vielleicht werden wir es nie ausmerzen, aber so minimieren, dass es für uns als Gesellschaft wieder gut tut. Aber es geht leider nie ohne Bildung. Das heißt, wenn wir in den Schulen, aber vor allem auch zu Hause, das muss ich immer wieder betonen, es geht vor allem um das Zuhause, um das Elternhaus und da ist es relevant, den Kindern die Werte zu geben, die wir auch in Deutschland predigen. Und zwar, wir wollen, dass ihr alle freiheitlich aufwachst und genauso die Möglichkeit habt, eure Entscheidungen selber zu treffen, dass ihr selber eure Wege geht, aber alles mit dem Respekt dem anderen gegenüber. Es ist wichtig, glaube ich, dass man den Kontakt sucht, so wie wir es auch machen. Darum geht es im Endeffekt. Sind Sie auch schon auf Schwierigkeiten gestoßen während Ihrer... Nee, also es ist Schwierigkeiten, würde ich nicht sagen. Es gibt immer Fragen oder es gibt Leute, die halt auf eine gewisse Meinung beharren. Wir sind frei, wir sind freies Land, jeder darf so sein, wie er möchte, deshalb ist es in Ordnung. Manchmal ist die Diskussion ein bisschen härter, manchmal ist sie weicher, manchmal ist sie einfach normal, so dass man miteinander kommuniziert. Und meistens ist es so, dass ich auch immer was mitnehme. Es ist ja nicht so, dass ich nur hier bin und Leuten was erzähle, sondern ich kriege auch was zurück. Ich empfinde die Religion für sehr streng, dass man auch zum Beispiel jetzt, auch wenn man austritt, trotzdem Jude bleibt. Das ist auch wieder so, also man kann sich das gar nicht aussuchen, ob man Jude sein will oder nicht. Man ist es einfach. Es ist ja eher so eine soziale Sache, ne? Hat er ja auch selber gesagt. Es kommt darauf an, wie die Menschen denken und das sind halt die Vorurteile. Manche Leute sind halt, weiß nicht, gibt ja auch immer noch Nazis in Deutschland, sind ja immer noch verbreitet und die lehren deren Kinder halt genau das Gleiche dann sozusagen. Es ist ja nur die Religion. Er ist ja ganz normal ein Mensch wie wir alle auch. Also von daher ist das eine ganz normale Beziehung zwischen Menschen.